Einen schönen guten Tag. Wir befinden uns hier vor dem Strafjustizgebäude in Hamburg am Sieveking Platz 3. Heute fand in meiner Sache der dritte Termin statt in der Berufungsverhandlung. Der Vorwurf lautet der mehrfache Gebrauch eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses sowie die Verletzung des vertraulichen Wortes während einer Polizeimaßnahme, die ich als Journalist gefilmt habe. Ich habe es fast nicht anders erwartet, aber das Verfahren konnte heute nicht zu Ende gebracht werden. Ich hatte heute leider auch gleich das Gefühl, dass die Richterin hier verurteilen will, weil sie viel zu schnell zu den persönlichen Angaben von mir gekommen ist. Das habe ich unterbrochen. Ich habe heute, ich glaube, 19 Beweisanträge gestellt, von denen die meisten abgelehnt worden sind. Einer davon ist zum Beispiel, dass durch das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen eine CO2-Vergiftung oder eine toxische CO2-Konzentration entstehen kann. Dazu habe ich eine Studie vorgelegt, das unter Beweis gestellt. Auch das wurde abgelehnt. Dann habe ich dann beantragt, die Autoren dieser Studie als Sachverständige zu vernehmen. Auch das wurde abgelehnt. Im Strafbefehl heißt es, ich hätte wissen müssen, dass das Attest unrichtig ist und dass eine CO2-Vergiftung für den medizinischen Laien erkennbar falsch ist. Weiter heißt es da drin, ich hätte gewusst, dass ich, dass bei mir keine Gründe gegen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorlagen. All das ist nicht bewiesen. Der Staatsanwalt lehnt ebenfalls alle meine Anträge ab, hält das für irrelevant, äußert sich überhaupt nicht weiter. Es ist schwierig. Auch Fragen, wie ich jetzt beweisen soll, dass meine Sichtweise eben richtig ist, das beantwortet er nicht. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Also der Folgetermin wird jedenfalls am 7. September sein, also sprich heute in einer Woche, um 9 Uhr im Saal 505 im vierten Stock. Ich freue mich über jeden, der kommt. Es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend. Und ich werde, glaube ich, noch eine ganze Menge zu sagen haben. Eins sei vielleicht noch zu sagen, ein Beweisantrag, den ich gestellt habe, der dreht sich darum, um den wissenschaftlichen Nachweis. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Man weiß sicherlich ganz genau, warum. Weil wenn dieses Narrativ fällt, dann fällt alles. Und das müssen Sie um jeden Preis verhindern. Ich habe heute auch einen Rechtsanwalt im Zuschauerraum gehabt, der mir zwischendurch wertvolle Tipps gegeben hat. Vielleicht möchte er sich an dieser Stelle nochmal kurz dazu äußern. Ja, vielleicht ein ganz paar Worte. Letztlich geht es um diese Grundfragen, die man hier so ein bisschen vernachlässigt hat oder ihnen ausgewichen ist. Das ist einmal, was eben der Paradies schon angesprochen hat, die Virusfrage. Immer wieder aktuell, weil es geht ja um Virusangelegenheiten im weitesten Sinne. Und dann geht es auch um die Frage, liegt ein Gesundheitszeugnis vor? Und ein Gesundheitszeugnis ist eine Urkunde, die einen Gesundheitszustand beschreibt. Und bei Maskenattesten ist es ja völlig anders als bei sogenannten, ich nenne es mal Arbeitsunfähigkeitsattesten, wo dann aktuell ein Gesundheitszustand sticht und daraus was abgeleitet wird. Wir haben bei Maskenattesten haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben eine Wenn-Dann-Formulierung. Wenn der Patient die Maske aufsetzt, dann wird er krank. Das ist eine Entwicklung, die da beschrieben wird, einer Krankwerdung nach Auffassung des Arztes. Und eine Entwicklungsdarstellung ist niemals eine Zustandsbeschreibung. Nach der reinen Logik kann daher ein Maskenattest niemals einen Gesundheitszustand beschreiben, damit kein Gesundheitsattest sein, kein Gesundheitszeugnis sein. Und dann kann es natürlich, weil es eine Prognose beinhaltet, als Kernaussage auch nicht lügefähig sein, weil beim Ausstellen weiß man nicht die Wahrheit und da kennt man auch noch nicht die Lüge. Das heißt, was hier unter Strafe gestellt wird, ist ja die schriftliche Lüge. Haben wir nicht. Aber man versucht über die Patienten, die Maskenattestinhaber, jetzt auch Informationen zu sammeln über die Ärzte, die diese Atteste ausgestellt haben. Das habe ich in meinem Prozess letzte Woche schon festgestellt und das haben wir heute auch wieder gesehen. Und da kommt noch eine Bugwelle auf uns zu.
Im Moment werden Fälle von 2020 auch noch mit aufgearbeitet. Hier waren Tatzeiten, ich meine aus 21 dabei, 22, aber das ist immer noch eine riesige Bugwelle. Und insofern kann ich nur jedem raten, der von so etwas betroffen ist, von einer Strafrechtsverfolgung der Justiz in diesen Zusammenhängen, geben Sie da nicht auf, sondern lassen Sie sich beraten. Wir von den Anwälten für Aufklärung helfen da auch, weil es gibt viele herkömmliche Anwälte, die leider immer wieder, kann man das auch nachlesen im Internet, keine sogenannten Corona-Mandate vertreten, aber die Menschen brauchen Hilfe und dafür sind wir halt da und geben unser Bestes, aber ein schweres Brot, das muss ich auch zugeben und ich wünsche natürlich ein Paradies weiterhin viel Erfolg. In einer Woche, sagte er schon, ist die Folgeverhandlung und den anderen, die jetzt auch Prozesse schon haben, ebenfalls und letztlich mal arbeiten wir das natürlich gemeinsam auf und ich hoffe auch, dass ein Bewusstseinsprozess auch bei den Justizverantwortlichen noch eintritt. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Danke. Vielen Dank, Herr Sünold. Eins sei vielleicht noch zu erwähnen, das Gericht hat sich irgendwann dazu deutlich bekundet und zwar nach mehrfacher Nachfrage, dass Journalisten, also sprich Pressevertreter, nicht von den Versammlungsauflagen umfasst waren, ergo auch keine Maske tragen mussten. Das ist schon sehr spannend. Eine Rechtsfolge daraus wollte weder der Staatsanwalt noch die Richterin formulieren. Wir werden das weiter beobachten. Ich freue mich. Am nächsten Donnerstag, am 7.9. um 9 Uhr, hier am Sievekeng Platz 3, über jeden Zuschauer. Es bleibt weiterhin spannend. Und nicht aufgeben, immer weitermachen. Bis dahin. Tschüss.